Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns auf dem Kontinent Rohendel, hier gerade am Uferplatz und wir wollen mal mit Arwen sprechen. Wir sind erledigt. Ich fürchte, wir stecken in schlimmen Schwierigkeiten. Folgen wir jetzt erst einmal dem Befehl der Königin und gehen nach Rotun. Wir müssen sowieso diese rasenden Elementare untersuchen. Die Königin war noch beeindruckender als in den Geschichten über sie. Sie heilte meinen Großvater praktisch im Handumdrehen. Rotun, was das wohl für ein Ort ist. Ich kann einen Besuch kaum abwarten. Ich muss der erste Bambiri sein, der den Turm der Königin betritt. Ich habe gehört, dass es dort einen entsprechenden Wahl geben soll. Ist das wahr? Arwen, was ist los? Ja, der Weg führt uns dann weiter hier nach oben. Da finden wir nochmal eine Quest sogar auf dem Weg. Die werden wir uns auch direkt nochmal anschauen. So, unsere Gesundheit hat sich mittlerweile auch regeneriert. Und jetzt spreche ich hier nochmal mit der Fee Mirre. Bitte wache auf, Saina. Was? Vor kurzem sammelte Saina und ich ein bisschen Obst rund um das Dorf. In dieser Nacht ging sie zu Bett, wachte aber nicht mehr auf. Gibt es keinen Weg, ihr zu helfen? Die Fee schläft und atmet sanft. Ich habe alles versucht, um sie aufzuwecken. Ich habe sie geschüttelt, ich habe ihr etwas von ihrem Lieblingsobst gebracht, ich habe ihr eine leichte Ohrfeige gegeben, ich habe sie an den Füßen gekitzelt, sogar an den Haaren habe ich sie gezogen. Aber was ich auch versucht habe, Saina ist nicht aufgewacht. Ah, sie liebt Musik. Könntest du etwas Musik für sie spielen? Vielleicht wacht sie ja davon auf. Aber natürlich, das ist eine unserer Spezialitäten. Müssen wir mal gucken, was sollen wir denn hier spielen? Melodie des Herzens. Ich hätte es wissen müssen. Selbst so schön Musik kann sie nicht aufwecken. Vielleicht sollte ich mir Deriel aus Rotun holen. Um dir die Wahrheit zu sagen, du bist nicht die erste Person, die Saina helfen wollte. Eine Sylvaner-Magierin kam schon früher vorbei. Sie fragte mich, wo Saina und ich das Obst gefunden hatten. Ich mache mir Sorgen, dass sie auch etwas zugestoßen sein könnte. Bitte suche rund um das Dorf nach der Magierin. Ja, wir bekommen wieder einiges an Silber hier für die Quest, die wir so erledigen. Das ist natürlich auch mehr ganz nett. So, was haben wir denn hier? Oh, die halten aber gut was aus. So, da sind wir einmal eingefroren. So, schnell weg hier, das reicht. Da ist die Magierin. Du kommst mir nicht bekannt vor. Warte, wenn du noch ein Stück weiter gehst, befindest du dich auf der Straße nach Rotun. Okay. Machen wir das nochmal schnell. Zack. So, aber Fremde wie du dürfen diesen Weg normalerweise nicht benutzen. Die Königin hat dich gerufen. Okay, die Explosion genau zu diesem Zeitpunkt verheißt nichts Gutes. Du hilfst also den Feen, wie? Du bist einfach zu so herzensgut. Ich glaube, ich habe ein paar gute Texte für meine Forschung gefunden. Wenn du mir helfen willst, dann halte nach Materialien mit Bezug zu Wasser hier in der Nähe Ausschau. Die Details erkläre ich dir später. Ja, ist er hier vorne schon direkt. Gucken, wie wir da hinkommen. Ah ja, einmal hier rum. Ach, guck mal hier, den haben wir gar nicht entdeckt eben. Dann können wir dann fürs Abenteuer ein bisschen was machen. So, schnell weg. Hier sollen wir ein bisschen Wasser schöpfen. So, wir laufen ein bisschen weg.
um den abzuschütteln hier, den Kollegen. Das reicht schon. Gut. Genau das wollte ich. Wenn ich es jetzt über die Frucht träufle. Ja, komm raus, ganz langsam. Seiner sieht man die Angst an. Ach das, es ist ein Traum, den diese Fee Seiner geträumt hat. Das arme Ding steckt in ihrem eigenen Traum fest. Der Drahtzieher dahinter muss jemand in der Nähe sein. Da haben wir es. Ich höre einen seltsamen Schrei. Okay, folge den Traumspuren. Bis hierhin. Sprich mit der träumenden Seiner. Komm nicht näher, bitte lass mich in Ruhe. So, wieder was für den Abenteuerfolianten. Du träumst nur. Wer bist du? Spitze Zähne, schimmernde Augen, lass mich in Ruhe, du Dämon. Mirre, wo bist du? Ich habe Angst. Ich dachte, es wäre nur ein einfacher Albtraum, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die Magie, die ich an diesem Mädchen spüre, trägt die Handschrift eines Traumdämons. Und sie ist sehr stark. Sie geht auch von der Maske aus, die in der Nähe auf dem Boden liegt. Bitte sieh sie dir an. Ja, mehrere Masken liegen hier. Das wollten wir gar nicht. Du hast den Pfad der Schatten erhellt. Geht es dir gut? Ich begann schon mir Sorgen zu machen, als du aufgehört hattest, dich zu bewegen. Ich habe eine Stimme gehört. Wirklich? Das waren wahrscheinlich Traumsplitter. Sie sind wie Blutekel, die sich an Rohendels Magie anheften und sie leersaugen. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, aber in dem Moment, als du die Maske berührt hast, sind alle Traumsplitter verschwunden. Die Fee sollte inzwischen wieder aufgewacht sein. Wir treffen uns später auf der Straße nach Rothun. Ich will erstmal nach der Fee sehen. Sprich mit der Fee Mirre. Ja, wir lassen die Maske, wo sie ist. Setzen nochmal auf. So, und hier haben wir noch einen Gegner. Den können wir vielleicht auch nochmal eliminieren hier. Wow. So, da liegen ein paar Sachen. Die nehmen wir mal alle mit. Stein der Bindung. Kann man immer gebrauchen. So, kommt her. Ich hatte schon Angst, dass du weggehen würdest. Vielen Dank, dass du Seiner gerettet hast. Mirre hat mir gesagt, dass du mich gerettet hast. Na, werden wir angegriffen? Nö. Oh. Doch, irgendwo greift uns was an. Ah ja, hier unten. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich habe dich in meinen Träumen gesehen. Du hattest einen breiten Mund, scharfe Zähne und schimmernde Augen. Ich war so sicher, dass du es bist. Ich bin froh, dass ich das nur geträumt habe. Ja, sehr schön. Damit haben wir dann hier alle gerettet. So, was haben wir denn hier Schönes bekommen? Zweite kontaminierte Elementarspeise. Als Xenela zerstört wurde, wurde auch die Nahrung der Elementare kontaminiert. Dieser Gegenstand ist von Elite-Monstern erhältlich. Müssen wir mal gucken. Ist das vom Abenteuer-Folianten hier was wir brauchen? Eine funkelnde Elementarspeise. Das könnten wir gebrauchen vielleicht für eine Zutat. Ja, hier, eine wichtige Zutat. Okay, und hier ein Notizheft des Propheten. Das wollen wir auch mal lesen. So, und dann gehen wir weiter. Auf nach Rothun. Rohendel wird von zwei Königen regiert. Einen haben wir schon kennengelernt.
Bleib stehen! Außenstehende sind in Rotun nicht zugelassen. Hier ist mein Zutrittspass von Gerdia. Na sowas, ein Zutrittspass vom Flammenwächter persönlich. Torus, du bist derselbe Torus, den Ihre Majestät erwähnt hat, oder? Ich bitte um Verzeihung, bitte tritt ein. Ihre Majestät erwartet dich bereits im Turm der Sonne. Verzeihung, aber gehören diese Leute zu dir? Haben wir dir nichts über Turan gesagt? Doch, aber es ist wirklich lange her, dass ein Bambiri Rotun besucht hat. Und über Arwen hat man dir auch nichts gesagt? Doch, doch. Es ist nur so, dass dieser Magier aus Rotun verbannt wurde, weil er die Traummagie erforscht hat. Um ehrlich zu sein, bin ich wegen seiner Rückkehr besorgt. Und die Mitglieder des Turms der Dämmerung ebenso. Abgesehen davon habe ich erfahren, dass er dabei geholfen hat, die magische Eruption in der Nähe des Schauderwellensees einzudämmen. Ihre Majestät muss einen guten Grund haben, ihn zurückzuholen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht so lange aufhalten. Wenn ich ehrlich bin, tut so eine Behandlung sogar mir ziemlich weh. Aber Embrin war schon immer ein Spaßverderber. Er ist für diesen Ort eigentlich wie geschaffen. Der Turm der Dämmerung, machen wir uns darüber keine Gedanken. Komm, wir müssen die Königin aufsuchen. Ja, Embrin. Sieh dir den Namen an. Okay, Leute, ich würde sagen, wir aktivieren erstmal den Triporter hier vorne. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir vielleicht nochmal so einen Wächter-Raid machen. Vertraut Ihre Majestät dem Turm der Dämmerung? Wir müssen ja noch einen Wächter ausschalten. Ist wahrscheinlich hier oben, ne? Da reiten wir mal geschwind hin. Dann können wir auch hier oben den Triporter schon mal aktivieren. So, Lumerus sollen wir nämlich besiegen. Ich bin gespannt, ob wir schon die Gegenstandsstufe dafür erfüllen. So, Wächter-Raid. Hier ist der ganz normale Wächter-Raid. Lumerus hier, das ist der nächste nämlich. Betreten wir das doch mal. Ja, eine Gruppensuche schlug bisher immer fehl, also zumindest für den ersten Wächter-Raid. Da hatten wir kein Glück. Aber den haben wir auch so ganz gut alleine erledigen können. Hier sind wir jetzt wieder am Nebelkamm. Den Bereich kennen wir ja schon, den haben wir so einmal bereist. Und jetzt müssen wir halt den Lumerus erstmal suchen. Ja, der kann sich natürlich wieder überall aufhalten. Aber wir wissen ja in etwa, wie er aussieht. Ja, die Gegner sind erstmal uninteressant für uns. So, hier oben könnte er natürlich auch irgendwo sein. Dann können wir vielleicht als erstes mal unsere Kette der Rache auch einsetzen. Da bin ich echt mal gespannt, was die Fähigkeit so drauf hat. So, hier hinten. Ah, ob der hier sich hier noch befindet, ich glaube kaum. Nö, sieht eher nicht so aus. Dann würde ich den Weg hier unten erstmal weitergehen. Schnell weg. Okay, hier ist er auch nicht. Ja, blöd, dass man die Wächter erstmal suchen muss. Verliert man natürlich auch ein bisschen Zeit bei. Aber hier könnte er noch sein. Vielleicht hier in der Mitte so eher. Aber hier oben der Bereich könnte auch interessant sein. Ja, und wir haben uns gemerkt, Angriffe von hinten sollen ganz gut helfen bei dem Wächter. Ja, hier oben ist er auch nicht. Dann bleibt ja fast nur noch der Ort hier. So, einmal mit der Seilwindrunde bitte. So, vielleicht ist er hier.
auch nicht. Ah, hier geht es noch in eine Höhle rein. Das wäre natürlich auch ein guter Spot. Ja, Gegner kommen auf uns zu, aber nicht der, den wir haben wollen. Okay, tatsächlich im letzten Bereich. Vermutlich wird er sich hier dann irgendwo aufhalten. Ja, da ist er, Leute. Okay, ja, es sah spektakulär aus. Man sieht leider nicht, wie viel das gebracht hat. So, der heilige Angriff von hinten hier. Da wollen wir drauf setzen. Ganz von hinten, aber zumindest von der Seite. Ja, nochmal ausgewichen. So, das ist natürlich auch 5 Minuten Abklingzeit, die Fähigkeit. Schade. Doch hier, wo willst du hin? Ja, wir müssen natürlich auch aufpassen, Heiltränke können wir hier nicht nutzen im Wächterweg. Das bleibt uns verwehrt. Aber bisher klappt es ganz gut eigentlich. Ja, da sollten wir nicht rein in den Angriff. Den Angriffen sollten wir uns auch in Acht nehmen. Ich glaube, davor hat die Ermittlerin gewarnt. Na, schade. Die Fähigkeit trifft uns immer wieder. Aber ja, so langsam kennen wir das Muster. Hälfte der Fähigkeit trifft nicht. Au, au, au. So, bald müsste er doch mal fallen jetzt. So, eine Minute noch, dann haben wir hier auch unsere Spezialfähigkeit wieder. Ja, hilft noch als Hinterhältigkeitsangriff. Ja,
im Zentrum des Orkans haben wir als Erfolg abgeschlossen. Oha. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber so ganz auf Abstand sind wir nicht gekommen. Ja, Mist. Jetzt nochmal. Okay, der ist gerade unverwundbar. Immer ein bisschen auf Abstand. So, wo kommst du wieder? Wo bist du hin? Allzu weit kann er doch jetzt nicht sein. Oder müssen wir ihn jetzt tatsächlich auf der Map nochmal neu suchen? Das kann natürlich auch sein. Hier noch zusätzliche Gegner. Ja, könnte sein, dass er jetzt hier oben vielleicht in der Ecke hängt. Schon ein bisschen stärker als der andere Raid-Boss. Und das, obwohl wir eine höhere Gegenstandsstufe haben. Okay, hier oben ist er nicht. Ja, der kann natürlich überall sein. Gegen die Wand gesprungen hier. Da ist er. Jetzt müssen wir uns hier auch noch gegen die anderen Gegner natürlich durchsetzen. Mist. Ja, wir sollten mal versuchen, richtig hinter ihm zu bleiben. Nicht so quer, sondern richtig hinter ihm. Oh, das ist am besten. Ja, jetzt fressen wir zu viel Schaden, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Okay, also das hilft auch nicht. Okay, wir haben ihn doch noch geschafft. Wow. Das Glück war auf unserer Seite, würde ich mal sagen. Ja, sehr cool. So, jetzt können wir hier die Kugeln aufnehmen. Da kriegen wir wieder einiges an Belohnungen. Sehr schön. Und dann können wir das Lied der Flucht spielen, Leute. Hier sind wir soweit fertig. Ach, wir können auch hier einfach verlassen klicken. Raid-Bereich verlassen. Ja, wir sind ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, aber das wird mit der Zeit schon wieder. Ansonsten haben wir auch noch Heiltränke. Gut, Leute. Und wir haben hier den die Kader-Quest abgeschlossen. Lass uns mal schauen. Okay, da müssen wir hier wirklich zum Nebelkamm dann einmal zurück und die Quest dann wieder abgeben. Hier haben wir noch was bekommen. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dahin.